So, jetzt haben wir beide Mikrofon. Herr Herr, schön, dass Sie heute hier sind. Am 1. November war die Eröffnung des Kinderhospizes. Ich selber hatte auch Glück, bei dieser tollen Veranstaltung in Tapperditz dabei zu sein. Ich habe mal nachgerechnet, vorgestern waren die ersten 100 Tage rum. In der Politik sagt man, nach 100 Tagen zieht man Resümee. Ist das Resümee der ersten 100 Tage? Also ich denke, unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben immer das Abzeichen gelassen. Das ist vielleicht nicht das schlechteste Zeichen, dass die Einrichtung insgesamt und insbesondere auch der Verein das, was er sich als Ziel gesetzt hat, auch erreicht hat. Und ich denke, insbesondere für die vielen Gäste, und ich habe auch schon viele, viele Bekannte und Freunde gesehen, die uns schon toll unterstützt haben, ist es ganz entscheidend zu wissen, ja, was ist denn seit dem 1. November passiert? Wir haben 4 Wochen Vorbereitungszeit gehabt nach den 2 tollen Tagen und ab 1. Dezember letzten Jahres haben wir Familien. Wir haben deutlich mehr Familien, als wir erwartet haben. Das ist eine Frage, wo man sagt, ja, ist das gut oder ist das schlecht? Wenn es schon um ein Kinderhospiz geht, dann muss man sagen, es ist deshalb gut, weil die Eltern verstanden haben, dass ihnen dort eine bestimmte Art von Hilfe widerfahren soll. Und sie haben sich erkundigt und sie haben den Mut gehabt, auch zu kommen und haben erfahren, dass es kein Haus ist, in dem, wie man so landläufig vielleicht auch immer nur glaubt, ein Kind mit seinen Eltern ist, bis es verstirbt, sondern dass es ein Haus ist, in dem die Familien sein können, auch in der Zeit der Krankheit des Kindes über viele, viele Tage, Wochen, Monate und Jahre gehen ja teilweise Krankheiten und der gesamten Familie im Grund ein Stück Erholung, ein Stück raus aus dem tiefen Tal der Verzweiflung gegeben wird. Und das durch Mitarbeiter, durch Pflegekräfte, durch Sozialpädagogen, durch Psychologen. Ja, und das Ziel haben wir uns gesteckt, auf dem Papier, im Kopf. Und die ersten 8 Wochen, die, denke ich, waren schon ganz gut. Ja, das klingt ja gut. Unverständlicherweise, zumindest für mich unverständlicherweise, wird diese wichtige Aufgabe ja nicht durch den Staat mitfinanziert oder komplett finanziert. Und Sie sind sehr viel auf Spenden angewiesen, auch um den laufenden Betrieb abzusichern. Hier kommt übrigens der Herr Andreas Rommel, den ich angesprochen habe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie zu uns kommen konnten. Sie sind, wie ich bereits sagte, auf Spenden angewiesen. Was brauchen Sie denn mal, um eine Summe zu sagen im Jahr, damit das Ganze laufen kann? Also wir haben ja schon viele Zahlen veröffentlicht, aber ich denke, eine Zahl ist nochmal wichtig, nämlich was war nötig, um die Einrichtung überhaupt zum Leben zu erwecken. Wir haben ganz aktuell, und ich gucke nicht hin, wir haben nämlich unseren Banker heute hier sitzen, ich habe es noch gar nicht gewusst im Vorhinein, der hat nämlich diesen wunderschönen Abend heute geschenkt bekommen. Wir haben also 3,809 Millionen Euro ausschließlich für den Bau ausgegeben, zuzüglich Kauf, zuzüglich der gesamten Ausstattung. Also wir liegen irgendwo schon bei rund 4,6 Millionen, haben auch noch ein bisschen was vor. Das ist das Geld, was Sie alle gegeben haben, um überhaupt diese Einrichtung möglich zu machen. Wir brauchen, und das ist die traurige Tatsache, im Moment ist die Gesetzlichkeit noch nicht so, dass diese Art von Familienhilfe wirklich gerecht bezahlt wird. Wir brauchen im Jahr etwa 400.000 bis 450.000 Euro, je nach Anfrage und Belegung, ausschließlich aus Spenden. Also 450.000, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, werden wir heute nicht zusammenkriegen, aber ich gehe fest davon aus, dass wir heute eine tolle Summe zusammenkriegen, die Ihnen auch wieder weiterhelfen wird. Zahlen und Fakten sind wichtig, aber sie sind nicht alles und ich glaube, wir können, weil viele mit dem Thema Kinderhospiz vielleicht noch nicht so viel anfangen können oder auch noch nicht die Gelegenheit hatten, sich das Haus in Tambach anzusehen, mit einem kleinen Film, der wirklich sehr schön gemacht ist, wie ich finde, das Ganze Ihnen nochmal näher bringen. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, wir werden uns auf der Bühne noch öfter sehen, wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Abend da unten, wir sehen uns später und an die Regie sage ich Film ab und wir schauen uns mal an, dass wir was zum Kinderhospiz sehen. Zur Eröffnung des Kinderhospizes Tambach-Dietharz gehen meine herzlichen Glückwünsche an alle Beteiligten. Dieses Kinderhospiz schenkt Kindern nicht zusätzliche Tage. Aber es kann dazu beitragen, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Ein Geschenk, so leben zu können, wie es die Umstände zulassen. Dazu braucht es starke Kinder. Dazu braucht es starke Helfer und ein starkes Umfeld. Das wünsche ich, verbunden mit dem Wichtigsten, Gottes Segen.